Herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update im Dezember. Ich bin Markus Thürnberger und freue mich, Ihnen auch in dieser Ausgabe aktuelle Themen rund um das Wirtschaftsgeschehen und die Kapitalmärkte präsentieren zu dürfen. Beim Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung müssen wir uns wieder mit dem Thema Covid beschäftigen. In der Rubrik Zinsen und Inflation werfen wir unter anderem einen Blick auf die Entwicklung möglicher Inflationstreiber. Nach der Rückkehr der Volatilitäten an den Aktienmärkten versuchen wir, die aktuelle Lage zu beurteilen. Und in unserer letzten Rubrik, einen Blick wert, befassen wir uns mit der Entwicklung einer uns vor allem aus dem Sommerurlaub bekannten Währung. Doch starten wir zunächst mit der aktuellen Situation der Weltwirtschaft. Leider ist in den letzten Tagen Covid in Form der neuen Virusvariante Omikron wieder verstärkt an den Kapitalmärkten zum Thema geworden. Die aktuellen Daten zu den Impfraten zeigen, dass sowohl in Europa als auch in den USA über die Sommermonate kaum Fortschritte gemacht wurden. Die beiden wichtigsten Wirtschaftsräume sind noch deutlich von der gewünschten 80-prozentigen Impfrate entfernt. Dagegen zeigen Daten, dass in China deutlich größere Fortschritte gemacht wurden. Vor allem in Europa sind die Neuinfektionen zu hoch und führen in einzelnen Ländern zu neuerlichen Lockdowns. Seit Ende November sorgt die neue Virusvariante Omikron für Verunsicherung. Noch ist das Thema zu neu, um mögliche Auswirkungen auf den weiteren konjunkturellen Verlauf abschätzen zu können. Wir bleiben noch bei unserer Erwartung einer sich verlangsamenden, aber fortgesetzten wirtschaftlichen Erholung in den etablierten Märkten. Den positiven wirtschaftlichen Trends stehen erhebliche Nachfrageungleichgewichte gegenüber. Unterstützt durch enorme Stimulusprogramme während der Pandemie ist in den USA die Nachfrage nach Gütern förmlich explodiert, während sich der Dienstleistungssektor noch nicht vollständig erholt hat. Auch innerhalb der Güternachfrage zeigen sich erhebliche Verschiebungen. Die in den USA zu beobachtende Dynamik ist weder in Europa noch in Japan zu erkennen. Bei einem Abbau der Nachfrageungleichgewichte im kommenden Jahr sollten auch Engpässe an den Gütermärkten und der damit verbundene Inflationsdruck allmählich nachlassen. In Europa hat sich zuletzt das Konsumentenvertrauen nicht weiter verbessert, sondern wieder etwas eingetrübt. Es ist noch zu früh, dies auf die neue Virusvariante zurückzuführen, da für diesen Zeitraum noch keine Daten zur Verfügung stehen. Wir werden die Entwicklung weiter genau beobachten, da durchaus Unsicherheiten für den eingeschlagenen Wachstumspfad bestehen. In unserem Kapitalmarkt-Update im November haben wir uns rund um die Inflationstreiber mit einem möglichen Lohndruck sowie den Frachtgüterpreisen beschäftigt. Werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung einzelner Rohstoffpreise. Nach den Höchstständen im Oktober hat sich die Dynamik zunächst abgeschwächt und in den vergangenen Wochen umgekehrt. So fiel der Ölpreis sowohl der Sorte WTI als auch Brent um über 20%. Auch der Preis für Erdgas verliert in kurzer Zeit rund 30% von den zuletzt erzielten Höchstständen. Ob dies auf die zu erwartende Wachstumsverlangsamung zurückzuführen ist oder auf Sorgen hinsichtlich der neuen Virusvariante, ist noch nicht klar ersichtlich. Anhaltende Preise auf den aktuellen Niveaus sind aber die Voraussetzung für rückläufige Inflationsraten. Dies bringt uns zu unserem nächsten Thema, Zinsen und Inflation. Die veröffentlichten Inflationszahlen sind sowohl in Europa als auch in den USA deutlich angestiegen. So befanden sich die Inflationsraten im Jahresvergleich im März noch bei 1,3% in Europa und bei 2,6% in den USA und stiegen daraufhin kontinuierlich an. Die ausschlaggebenden Faktoren wurden bereits hinreichend dargestellt. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen von 4,9% in Europa und 6,2% in den USA können durchaus als historische Höchststände der letzten Jahre bezeichnet werden. Eine Scheitelbildung, die die These eines temporären Inflationsanstiegs bestätigen würde, ist noch nicht in Sicht, auch wenn die Entwicklung einzelner Komponenten wie Öl und den Frachtkosten dies nicht unmöglich erscheinen lassen. So hat zuletzt auch Fed-Chairman Powell in seiner Rede vor dem Senat das Wort transitionary aus seiner Einschätzung zur Inflation gestrichen. Dagegen sind die Inflationserwartungen nicht weiter angestiegen. Trotz der veröffentlichten Zahlen waren diese für den Zeitraum
in 5 Jahren für 5 Jahre sogar rückläufig und befinden sich in Europa wieder unter dem EZB-Ziel von 2%. Werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung der Aktienmärkte. Die Zahlen für das dritte und im laufenden vierten Quartal zeigen, dass sich die Entwicklung nach der rasanten Erholung im ersten Halbjahr im Einklang mit der nachlassenden konjunkturellen Dynamik etwas abgeflacht hat. Auch kann festgestellt werden, dass China in den letzten beiden Monaten vor allem gegenüber Europa nicht weiter an Boden verloren hat. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass es hinsichtlich möglicher weiterer Regulatorien wieder etwas ruhiger geworden ist. Herausragend ist im laufenden vierten Quartal weiterhin der amerikanische Aktienmarkt. Allerdings ist ein Teil der Entwicklung auf den festeren US-Dollar zurückzuführen. Bei den Sektoren gibt es im laufenden Jahr weiterhin deutlich unterschiedliche Entwicklungen. Energie, Technologie, aber auch Finanztitel waren in Europa gefragt. Dagegen hinken Versorger und der Einzelhandel der Entwicklung des Gesamtmarktes hinterher. In Summe hat die Volatilität in den letzten Monaten auch in Form von schwächeren Entwicklungen wieder zugenommen. Ein Szenario, das sich durchaus in den kommenden Wochen fortsetzen kann. Eine möglicherweise stärkere Rückführung der Anleihenkaufprogramme durch die US-Notenbank Fed trifft auf eine neue Virusvariante. Ein möglicherweise gefährlicher Cocktail für die Finanzmärkte. Trotzdem sind die aktuellen fundamentalen Trends noch intakt. Zeitweilige Konsolidierungen, wie wir sie aktuell erleben, dienen auch dem Abbau kurzfristiger Übertreibungen und sind durchaus gesund für die längerfristige Entwicklung. Wir kommen bereits zu unserer letzten Rubrik, einen Blick wert, in der wir die jüngsten Entwicklungen der türkischen Lira zum Euro und US-Dollar beleuchten wollen. Der Abwertungsdruck auf die türkische Lira nimmt offensichtlich kein Ende. Geschwächt durch Plädoyers von Präsident Erdogan für Zinssenkungen hat zuletzt die Notenbank erstmals seit 7 Jahren am Devisenmarkt intervenieren lassen. Die Währung verlor seit Jahresbeginn fast die Hälfte ihres Außenwertes mit erheblichen Folgen für die Inflation, die in der Türkei nunmehr bei rund 21% liegt. Der Präsident möchte die Zinsen senken, da er das hohe Zinsniveau für die Teuerung verantwortlich macht. Diese unorthodoxe Sichtweise liegt im Widerspruch zu herkömmlichen wirtschaftlichen Thesen. Aufgrund der politischen Einmischung in die Geldpolitik hat man auch das Vertrauen in die türkische Notenbank verloren und so scheint noch kein Ende in Sicht zu sein. Zum Abschluss komme ich noch zur aktuellen Positionierung im Spengler Asset Management. Unsere Strategien weisen derzeit eine leichte Aktienübergewichtung auf, wobei Teile der Aktienkomponente derivativ abgesichert sind. Regional betrachtet liegt unser Fokus weiterhin auf den etablierten Märkten. Dennoch sehen wir durchaus Potenzial in einzelnen Emerging Markets, allen voran in Asien. Im Anleihebereich setzen wir weiter auf eine verkürzte Laufzeitenstruktur sowie inflationsgeschützte Anleihen. Schwellenländer und Hochzinsanleihen in den Euro währungsgesichert bleiben beigemischt. Sehr erfreulich haben sich auch im laufenden Jahr unsere alternativen Investmentstrategien entwickelt und rechtfertigen wiederum ihre Positionierung in einem negativen Anleiheumfeld. Wir sind nun am Ende unseres Kapitalmarkt-Updates angelangt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Ich freue mich, Sie gemeinsam mit Herrn Dr. Kottke Anfang Jänner bei unserem Kapitalmarktausblick für das erste Quartal 2022 begrüßen zu dürfen. Bis dahin.